Wir haben viele Patientinnen, die sich an ihrer lockeren Brust stören oder auch an zu großer Brust. Meistens natürlich die lockere Brust nach Schwangerschaft, wobei es auch anlagebedingt so sein kann. Die zu große Brust heißt, dass man einfach mit der Größe so unzufrieden ist oder sogar körperliche Beschwerden hat, dass man sie auf ein Normalmaß reduzieren möchte. Vom Verfahren sind beide Eingriffe gleich, nur dass bei der Brustverkleinerung im Rahmen der Straffung, die dort immer mit stattfindet, eben auch Drüsengewebe oder Fettgewebe mit entfernen muss. Wir führen die narbensparende Methode durch, das heißt, man muss immer die Brustwarze verschieben. Es gibt also einen Schnitt um die Brustwarze, aber letztendlich nur einen Steg bis zur Falte hin als weitere Naht. Dieser verheilt auch sehr, sehr unauffällig über mehrere Jahre gesehen, fast unsichtbar. Ich verzichte in der Regel auf das T, das heißt, dass in der Brustfalte noch ein zusätzlicher Schnitt gemacht wird, weil dieser gerade beim Liegen eher auffällig wird. Es ist ein sehr unkomplizierter Eingriff für die Patienten, das heißt, man hat nahezu keine Schmerzen und die Heilung geht eigentlich sehr schnell voran. Es ist am Anfang etwas überkorrigiert und setzt sich dann in seine gewünschte Form und von daher ein ganz für die Patienten verträglicher Eingriff. Auch die Schonungszeit ist bei 2 bis 3 Wochen vielleicht maximal, dann kann man schon wieder sehr viel machen. Die Risiken sind auch sehr überschaubar. Die allgemeinen Operationsrisiken sind ja hinreichend bekannt. Im Speziellen kann es natürlich mal zu Gefäßstörungen an der Brust kommen, die sich in der Regel widerlegen. Und die Form kann nicht genau vorausgesagt werden. Je schlechter die Bindegewebsausgangssituation ist, umso eher kann die Brust natürlich auch wieder ein bisschen nachsinken. Aber eine deutliche Formverbesserung ist eigentlich in allen Fällen zu erwarten.